Das hier ist das LG GS500 Cookie Plus und wir schauen uns das Handy erstmal ein bisschen von außen an. Hier an der Seite haben wir den Steckplatz für das USB-Kabel bzw. Das Ladegerät. Dann haben wir hier Lautstärketasten. Hier haben wir eine Öse. Hier oben sehen wir den Steckplatz für die Kopfhörer. Das ist ein 3,5 mm Klinkensteckplatz. Da passen also ganz normale Kopfhörer ein. Man muss also nicht unbedingt die mitgelieferten verwenden. Hiermit kann man das Display sperren. Hier sehen wir die 3-Megapixel-Kamera. Hier an der Seite ist dann noch eine Kamerataste. Und genau, von vorne sieht das Handy so aus. Wir haben hier unten diese drei Tasten und ansonsten wird das Handy über den Touchscreen gesteuert. Das ist ein TFT-Display mit 3 Zoll Diagonale. Es ist recht kontrastreich und löst 240 mal 400 Pixel auf. Das ist wie beim Vorgängermodell, dem KP500. Genau, man hat drei Startscreens. Also das Ganze ist die A-Class-Oberfläche, also die verbesserte S-Class-Oberfläche. Und genau, hier haben wir erstmal den ersten Startscreen. Da kann ich hier mir Widgets da nach oben ziehen. Wir sehen, hier war zum Beispiel Facebook dabei. Das Nette ist, wenn man Facebook da drauf zieht, wird einem auch gleich gesagt, dass es ein datenintensiver Dienst ist. Das heißt, es ist empfehlenswert, da eben vielleicht eine Datenflatrate oder zumindest einen günstigen Datentarif zu haben. So, und ich kann dann hier einfach meine Widgets draufziehen. Hier steht Schütteln zum Ausrichten. Das heißt, wenn ich das jetzt schüttle, dann werden mir die Widgets angerichtet hier. Und indem ich da draufklicke, kann ich das größer machen, kann es bearbeiten. Genau, so habe ich eben Zugriff auf die einzelnen Sachen. Wenn ich woanders hinklicke, dann wird es wieder kleiner. Also alles von der Steuerung her sehr bequem. Ja. Dann habe ich hier mein Live Square, so nennt sich das. Da bin jetzt erstmal nur ich angelegt. Ich kann hier mehrere Kontakte eben hinzufügen und dann deren Aktivitäten beobachten bei den verschiedenen Internetanwendungen, also Facebook und Co. Kann allen Kontakten auf einmal eine Nachricht schicken, bekomme auch den Verlauf angezeigt. Ich kann hier mir mein Icon auch selbst einrichten, also ob ich zum Beispiel ein Mensch sein möchte oder was anderes, ob der Verlauf täglich zurückgesetzt werden soll. Genau, das lässt sich hier alles einstellen und hier ist dann eben der Verlauf und den kann ich mir auch für die vergangenen Tage anschauen. So, dann habe ich hier noch eine Seite für meine Kontakte, da kann ich dann einfach meine Favoriten hinzufügen. So, hier unten habe ich dann noch mehrere Icons. Also hier kann ich einfach ganz normal Anrufe tätigen. Dann habe ich hier auch meine Kontakte. Hier komme ich in das Nachrichtenmenü hinein und hier in das Hauptmenü. Bevor wir uns das anschauen, möchte ich nur einmal kurz hier zeigen. Über diese Taste hier in der Mitte komme ich direkt zu meinen Favoriten. Dadurch kann ich natürlich auch sehr schnell Anwendungen aufrufen. Hier kann ich mir auch wirklich selber einrichten. Achso, drücken und halten zum Bearbeiten. So, wenn ich hier dann auf Hinzufügen gehe, ja, kann ich mir komplett selber auswählen, was ich da angezeigt haben möchte. Ja, dadurch kann ich das wirklich ganz individuell anpassen. Wenn ich hier nach rechts gehe, dann sehen wir auch nochmal, dass das Handy ja multitaskingfähig ist und dann kann ich hier zwischen den einzelnen Programmen hin und her wechseln, beziehungsweise kann auch alle auf einmal beenden. Das ist natürlich auch ganz praktisch. So, genau, hier haben wir das Menü. Das kennt man schon zum Beispiel vom LG Arena. Wenn ich dann hier das Ganze ins Querformat nehme, dann bekomme ich hier alle Icons auf einmal angezeigt, allerdings ohne Beschriftung. Während, oh, da wollte ich nicht hin. Während ich hier so eben zur Seite gehen muss, um mir die Icons alle anzuzeigen. Und wir sehen aber, egal in welcher Leiste ich scrolle, es werden alle auf einmal hin und her gescrollt. Und dann haben wir hier zum Beispiel
in Kommunikation, Kontakte, Moment, Kontakte, Protokoll, Nachrichten, E-Mail, Anrufen, soziale Netze, Kurzwahl, neue Nachrichten. Und genauso haben wir dann hier noch Unterhaltung, Zubehör und Einstellung. Und da sind dann eben jeweils diverse Unterpunkte einsortiert. Ich werde jetzt mal hier ins Nachrichtenmenü gehen und auf neue Nachricht und dann hier einfach mal die Eingabemethoden zeigen. Also es gibt hier nämlich verschiedene Möglichkeiten. Hier kann ich T9 ein- und ausschalten. Hier kann ich über Shift die Buchstaben auf Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben umstellen. Dann habe ich hier noch Eingabemethoden, die ich wählen kann. Also Tastatur, Handschrift, Handschriftfeld und Handschriftdoppelfeld. Wort hinzufügen, Entwurf speichern, Schriftgröße kann ich alles einstellen. Und ich werde jetzt hier einfach mal drauf lostippen. Und das geht ganz gut. Man muss natürlich sagen, das Handy ist nun mal eher ein Einsteigergerät und liegt preislich eher günstig. Das merkt man schon beim Touchscreen. Also wenn man dann mal andere Handys zum Vergleich nimmt, die eben dann 300, 400, 500 Euro kosten. Dieser Touchscreen reagiert einfach nicht ganz so gut, nicht ganz so flüssig. Aber ich denke mal, für den Preis ist das schon sehr gut. Das Handy hat außerdem eine virtuelle Querztastatur. Also wenn ich das Handy auf die Seite drehe, dann sieht man auch, der Prozessor ist jetzt nicht besonders stark. Also das Handy braucht so ein Bedenksekündchen, bevor es dann hier ins Querformat wechselt. Aber dann kann ich hier eben auch mit einer vollständigen Tastatur meine Texte eingeben. Auch hier ist die Treffsicherheit sehr, sehr groß, aber man muss eben auch wirklich deutlich drücken, sonst nimmt der Touchscreen das nicht oder er erkennt das nicht. Ja, es gibt auch ein Vibrationsfeedback und also so gesehen von der Bedienung ganz praktisch. LG hat da auch noch was eingebaut, was ich ganz nett finde, zum Beispiel wenn das Handy klingelt und man ist gerade in der Besprechung oder hat eben sonst gerade irgendwie keine Zeit, dann reicht es, wenn man das Handy einfach umdreht und auf den Tisch legt und dann ist es lautlos. Also damit kann man das Handy stumm schalten während eines eingehenden Anrufes. Ja, also von der Bedienung okay, für den Preis denke ich mal wirklich gut. Da kann man wirklich nicht meckern.